Ist erledigt, okay, der Eingang ist zu. Den Schlüssel habe ich noch mit mir, okay. Oh Mann. So, mal kurz auf die Karte gucken. Schließfläche, ja, das Besprechungszimmer. Na, wir haben jetzt aber. Wir haben doch jetzt aber. Welchen Schlüssel haben wir jetzt bekommen? So, wir haben doch den hier. Den Karo. Genau, den Karo-Schlüssel. So, wir brauchen den noch benutzen. Guck mal kurz auf die Karte. Hopp. Hier mal in Höhe. Ja, das ist safe, das weiß ich auch. Hier kommen wir noch gar nicht rein. Kurbelvertiefung. Ach, habe ich doch jetzt, glaube ich. Hier den USB-Stick brauche ich noch. Wagenwiger, PC, ja, deswegen muss ich. Wäschekammer, Karotür. Weiter oben gibt es dann irgendwelche Karos, ist das hier? Kombinationsschloss, ja. Ich frage mich echt, wie man diese ganzen Kombinationsschlösser rankommt. Dann gehen wir nach oben. Gucken, dass wir den Karo-Schlüssel benutzen können. Vielleicht brauchen wir den auch nicht mehr danach. Alles jetzt hier richtig. Laufen jetzt da rein. Ja! In die Bibliothek, in den Aufenthaltsraum. Okay. Was war das? Das ist ein schlechter Scherz von Marvin. Ich hab den noch, glaub, der Schruf in der Feuer weggeballert. Aber naja, klar, Schadensmodell. Reicht doch mal langsam, oder nicht? I'll stop this, Lieutenant. I promise. Oh Mann. Ja, der arme Marvin. Was ich echt gut gemacht finde, dass diese scheiß Zombies, die man abgeballt hat, immer noch rumliegen. Wenn du nie weißt, ob die jetzt wirklich erledigt sind oder nicht. Hopp. Was? Für die eine Tür? Nicht dein Ernst. Ja, dafür lohnt sich das ja dann wieder, ne? Oh. Dürfen wir wieder ein bisschen rumspielen. Knöpfe drücken. Okay. Muss nach da gehen. So. Hä? So. Wow. Ja. Gott. Ja. So. Oh Gott. In der Minute raus bist du oder ist es. Yeah. Oh Gott. Was ein Glück. Juhu! Aber lass mich raten, sobald ich dann damit wieder unterwegs bin, kommen wir jetzt hier in der Seite runter. Das war ja hier in der, auf der Etage, ne? Also auf der Seite. Ich bin jetzt hier, dann ne, hier hoch, in der Wäschekammer und dann da die Treppen runter. Gott, ich hoffe, wir begegnen jetzt hier nächsten Mal, weil wir es überholt haben. Mega angespannt, Leute. Haben wir irgendwas übersehen?
Hey, wo ist die Musik dafür, dass es hier, wie nennt man das, ein Raum ist, dass man seine Ruhe hat? So, wenn wir im Wickel waren, müssen wir das Licht ausmachen, genau. So. Benutzen. Spind 3F DCM. Okay. Spind. Okay. War nett, dass das Spiel einhält. Mann, die Taste. So. 3F. Das ist der Spind. Da waren wir noch nicht. Da müssen wir nochmal zurück. Das ist der im Gang. Alles klar. DCM. Gemerkt. So, und jetzt sind wir hier. Gehen wir mal in den Raum rein. Ich habe doch keine Munition, was soll ich denn da machen? Wenn es dann frisch ist, dass das Vieh immer direkt zu einem zuläuft, das ist irgendwie scheiße gemacht. Weil ich dachte, das läuft random durch die Gegend und hört nur auf Geräusche. Man kann ja nicht wirklich dann austricksen, oder? Das? Natürlich nicht. Wir haben keine Munition mehr. Ja, geil. Bringt da gar nichts. Haben wir nur kombinieren. Oh Gott. Nein, ich verstehe nicht. Brauchen wir doch. Nehmen wir mal mit, um uns zu heilen. Blödes Mistvieh.
So. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz für alles andere. Oh Mann, der Licker geht mir richtig auf den Keks. Ist die Frage, wo der sich jetzt rumtreibt. Volles. Und da will ich ihn einfach austricksen können. Natürlich nicht. Ich hätte den Kampf vorhin nicht machen müssen, aber im Nachhinein ist dann immer irgendwie schlauer, ne? Wir müssen hier so ein paar Ebenen umgehen, weil hier oben ist ja auch der Energiker noch unterwegs. Oder war das DCM? Yes. Wow. So, haben wir jetzt wieder. Ne, wir können getrost da rein, wenn das passiert. Ja, nice. Scheiß Licker. Die sind echt gnadenlos, die Viecher. Die sind echt stark gemacht diesmal als damaligen Teil. Das war ja ganz leicht. Also bei. Oh. Nein, du bist doch doof, wir können ja gar nicht lang. So. Kommerzonschuss, da haben wir nicht. Da brauchen wir den PC. Da müssen wir den Wagenheber noch benutzen. So, hier ist in dem Haus. Das ist eigentlich erstmal alles soweit safe. Wir müssen jetzt zurück in die Garage, würde ich behaupten. Da sind die Zellen. Da ist das Kartenlesegerät. Schießstand, da waren wir schon. Im Zwinger waren wir auch. In der Leichenhalle waren wir auch. Kommen wir denn da rein? Im Presseraum waren wir, aber hier. Das ist der Weg hier raus, ne? So, wir gucken mal weiter. Wir gehen mal runter. Ja, ich muss gerade. Ich hätte nicht gedacht, dass man jetzt hier so viel. So viel Action haben können. Oha. Der Marvin, der hat uns natürlich auch nochmal hier so ein bisschen überrascht mit seinem Auftreten. Okay. Bis er jetzt untot ist. Scheiße. Ist bitter. So. Wir sind ja von da gekommen. Durch das Rolltor. Da war das eine. Die eine. Hey!
Okay. Nee. Der war ja auch noch da. So. Ja, kommt hier gerade eh nicht rein. So. Schreibmaschine. Irgendwie. Ja, so, was haben wir denn noch? Gott. Und so sind so am Arsch gerade. Nur 3 Schuss in der Schrotflinte. Ich glaube, diese ganzen liegenden Heinis darf ich auch nicht so viel verballern, ne? Einfach vorbei. Kommen wir jetzt hier wieder runter. Hier sind wir gekommen. Ich habe mich einfach zu sehr aufs Geballer eingelassen. Indem er die Möglichkeiten bis. Ach du Scheiße. Da war ich gerade. In den Zellen war ich auch schon. Aber anscheinend muss ich da hin. Und da ist nochmal ein Bulli. Aus dem bin ich ja hochgekommen, ne? Die Tür ist verschlossen. Ich renne an den Hunden einfach vorbei, würde ich behaupten. Und renne nochmal zu den Zellen. Weil ich glaube, ich habe jetzt diese Zelle, die ich da einsetzen kann. Hoppa. Ja, manchmal ist es besser einfach. Was haben wir jetzt hier gemacht? Ach, wir müssen doch eine Zelle einsetzen, oder was fehlt? Oder was ist die Verkabelung? Verstehe ich nicht. Wir haben es jetzt gerade benutzt, oder nicht? Das ist ein Brief. Notiz, Gefängnis, Schaltschrank. Der Schaltschrank ist defekt, könnte sich die zuständige Person schleunigst darum kümmern, dürfte zwar allen bekannt sein, aber da der Schaltschrank höllisch alt ist, brauchen wir Schaltschrankteile, die nicht mehr hergestellt werden. Im Transformatorraum müssten noch ein paar herumliegen. Nachtrag, mir wurde gesagt, dass im Transformatorraum nur noch eins dieser Schaltschrankteile ist. Der Typ, der die Glocke des Uhrenturms reparieren soll, müsste noch eins haben. Also nehmt es ihm. Ich meine, bitte ihn höflich darum. Der Typ, der die Glocke des Uhrenturms reparieren soll. Okay. Der Gang ist auch noch rot und dann. Besprechungsraum ist auch noch rot. Ich habe es übersehen. Okay, Aktenraum kommen wir nicht rein. Stars Büro weiß ich. Wo kommen wir denn jetzt bitte in den Glockenturm? Kurbelvertiefung, was haben wir hier? Eine Metallkurbel, da müssen wir. Oh. Okay. Jetzt nochmal durch die Garage rein. Das wird ein Spaß. Ja.
Das war knapp. So. Mal laufen. So, warte mal. Auch so. Ich hier können mal den Sprechmuskel rein. Okay. Das habe ich wieder übersehen. Sonst würde ich dann selber auch nicht tot. Munition! So. Ist der Raum auch erledigt? Ja. Okay, dann haben wir die Seite fast schon abgedeckt. Da kommen wir nicht ran als Kombinationsschuss. Da brauchen wir Wagenheber. Wir müssen auf jeden Fall jetzt nach oben in die andere Etage, auf die andere Seite, um dann die Gruppe zu aktivieren. Die brechen echt nicht rein. So. Oh Mann. Hoch. Marvin ist tot. Leider. Wir sind echt arm dran mit der Mucke. Mit der Mucke, sag ich schon, mit der Munition. Ey, das ist unfassbar. Ich weiß echt nicht, wohin. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann die Magnum. Oh Mann. Da meistens, wenn wir jetzt was Neues machen, wird das irgendwas passiert. Und wir haben echt nicht die Munition, irgendwie irgendwas zu kämpfen. Ja, ich weiß. Mi. Oh, bitte, ich lass nichts vor der Tür stehen. Vielleicht besser. Neuer Abschnitt. Sehr gut.
So. Stimmt's, Jacob? Nein. Das Herz hatte ich, glaube ich, noch nicht gehabt. Der kommt wieder nicht mehr weit. Oh, ein Holz. Ein Spind. Ja. Blechgranaten. Munition. Ja. Ey, wir gehen echt auf. Mehr nicht. Na dann. Nehmen wir mal mit. Kann man ja immer noch verstauen in der Kiste. Dafür haben wir die ja da. Wir haben noch keine, genug Platz gerade. Okay. Okay, Schießpulver. Noch irgendwas? Oh. Aber wieso man immer diese ganzen kleinen Räume bekommt? Da ist ja eh nichts drin, außer das Blaue kann man verstauen. Das brauchen wir gerade nicht. Oh Mann. Wir können jetzt einen Schlüssel verwenden. Ich bin echt gerade am Munition suchen, gerade jetzt irgendwas anderes zu machen. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Konfrontationen. Ehrlich gesagt, weil ich weiß, was dahinter kommt dann. Weil ich weiß nicht, wenn jetzt dieser mutierte William kommt, habe ich auch keine Lust zu. Egal, wir machen es einfach. Und wenn ich sterbe, dann muss ich gucken. Ich glaube, ich habe echt nicht gedacht, dass das auf normal auch so eng werden kann. Das? Oh Gott, ich bin einfach. Keine Möglichkeit gegen ihn. Ich hab doch überhaupt. Was ist das? Das war eine dumme Entscheidung von mir, richtig? Richtig. Okay. Wir müssen den jetzt irgendwie. Was willst du von mir? Hau ab! Rennen. Boah, Alter. Wir umrennen ihn einfach. Oh Gott, was will der denn von mir? Rennen.
Was will der Typ von mir? Ich möchte einfach in Ruhe lassen. Mein Herz, es pockert gerade richtig. Da. Mal im Ernst, wie soll ich den Typen denn platt machen? Schockern das alle. Scheiße. Wir brauchen auf jeden Fall. Boah, einmal im Kreis und tschüss. Boah, was geht denn mit dem? Ich hab echt keinen Bock drauf. Oh Mann, der rennt ja hier überall lang. Ich glaube, in ein Duell mit ihm zu gehen wäre. Ja, die ganze Zeit, die Tür ist ziemlich laut, man hört ihn die ganze Zeit dumm. Das nicht passieren. Wir können echt nicht mehr auf alles ballern, was auf uns zukommt, weil wir gerade echt arm dran sind. Und ich wurde gerade gebissen. Ja, dann müssen wir mal die Kräuter benutzen, was soll ich machen. So. Der Typ im Mantel, der wütet da immer noch rum. Ja, geil. Wow.
Oh. Superkräuter, irgendwas habe ich gerade gemacht. Nein, 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 nein. Ach du Scheiße. Irgendwann findet er einmal, hört ihn ja kommen, dumm, dumm, dumm. Man hört ihn ja die ganze Zeit, wo er ist. Ey, krass, ist das anstrengend gemacht. Wow. Hau ab, Leon, renn. Jetzt echt vorsichtig aufpassen, wo lang rennen, weil. Dann ist er, scheiße. Ziemlich nah dran.
Reparaturplan. Polizeistation westlicher Uhrenturm. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werde ich einen Spezialisten für die Reparaturen anfordern. Weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherung der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen droht. Habe ich nicht. Wieder aus der Kiste. Ich brauche also noch ein Zahnrad. Schießpulver groß, eine große Menge Schießpulver stellt verglichen mit normalen Schießpulver die doppelte Munitionsmenge her. Okay. Mann, ey. Und dann jagt uns doch dieser Typ im Mantel die ganze Zeit, ey. Nicht mehr, oder? Ey, jetzt sind wir runtergestürzt und wir haben den ganzen Scheiß hervorgebracht mit Mr. X. Oh Mann, ey. Das ist groß, das ist viel. Bitte verarschen. Ja, ist okay. Brauchen wir nicht mehr wegwerfen, okay. Ein Kästchen. Hier noch irgendwas rum.
Schießpulver. Was ist das? Ein Brief. Konfessierungsbericht. Datum 14. August 98. Ort RPD Wartezimmer 2F. Konfessierungsgrund. Verdächtiger Mann wurde am vermerkten Ort gefunden. Als ein Beamter ihn zur Rede stellte, spielte er den Verwirrten. Er wurde verhaftet. Eine Notiz in seinem Besitz wurde konfisziert. Anmerkung, es weiß zwar sowieso jeder, aber es handelt sich um Justin Hansen, 39 Jahre, an Ort ansässig, alleinstehend, der regelmäßig im Gefängnis einsetzt. Er ist zwar an sich kein schlechter Kerl, aber ein spatzenhöhniger Kleptomane. Unglaublich, dass er ausgerechnet auf der Polizeistation etwas mitgehen lassen wollte. Das ist ein Papierfetzen in der Plastiktüte. 6, 2, 11. Warteraum oder was? Juhu, Munition. Ich weiß noch nicht, was wir gegen Mr. X machen sollen. Der wird doch so stark. Was habe ich den Namen genannt? Jetzt bin ich ja. Ach, manchmal bin ich. Ja, jetzt, ich komme nicht raus. Oh Mann. Scheiße, der kam einfach aus der Wand durchgeballert, der Typ. Lass mich in Ruhe, du Vollpfosten. Was willst du von mir? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Fuck. Voll schlecht geschossen. Bin schon ein bisschen weiter weg als du. Tut mir leid. Tschüss. Was passiert hier? Wie jetzt so noch Zombies hier im Gang oder was? Wie haben wir da durch die. Was war das? 6F2? Guck nochmal rein. So. Nein. Die Rüstung hier ist ja nicht Erinnerungsfoto. Oh. Wo ist denn das? War das das? Nein, das war das andere. Das war's. Nach links 6 und dann 2 und dann nach. Also links, rechts, links. Okay. Links, rechts, links. 6, 2, 11. Jetzt nach rechts. Nein. Nein. 6. Nein. 6. 2. Links, rechts, links und zurück. Yay. Was ist das? Mündungsbremse, Mathilda.
glaube, die ganze Zeit, wenn du den ganze Zeit bekämpfst, bringt ja auch gar nichts, auf den zu schießen. Wir sind total angeschlagen und wir haben echt nichts zum Heilen da. Mit Ruhe, untersuchen, aufmachen, haben wir noch gar nicht gemacht. Ah. Kombinieren. Nice. Und jetzt geht's auf. Wow. Und jetzt untersuchen. Der USB-Stick. Das Stars Büro. Auf der Ebene ist das jetzt auch quasi. Ach du. Okay. Dann laufen wir mal da lang. Ich spiel's doch auf normal, oder nicht, Leute? Ich bin gerade echt. Warte mal, gleich. Was ist das? Wow. Der FSC mit einer. Wo ist er denn? Ein Glück, der ist hier gerade einfach vorbeigelaufen. Wir müssen jetzt hier rein. Jetzt mal ganz im Ernst, wie er da einfach mal so rein durch die Wand geballert ist, hat er mir irgendwelche Zugänge verpasst. Okay, können wir jetzt? Ja, okay. Nice. Ja! Wie geil! Wollen wir noch ein bisschen aufladen? Ja, aber dankeschön. Oh yes, das ist bestimmt Barry seine Knarre. Brief an Stars-Mitglieder. An meine lieben Stars-Kameraden, wie läuft das bei euch auf der Station? Müsst ihr euch immer noch mit den alten Irons herumschlagen? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, was unter ihren Regenschirm getrieben haben. Europa ist fantastisch. Ein Monat reicht bei weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um weitere 6 Monate. Barry, wage es ja nicht, mir nachzukommen. Wir wollen doch schließlich nicht all die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlass die Bräute ruhig mir. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte ihr bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield am 29. August. Oh, nice. So, jetzt haben wir die Magnum. Es ist immer noch rot, das Büro. Habe ich irgendwas übersehen? Hä? Machen wir das nicht noch? Ja, okay, dann brauchen wir es nicht mehr. Da, hier ist dann noch irgendwo was da versteckt. Ich habe da irgendwas übersehen denn hier, oder? Hier waren wir schon, da haben wir das erste Spray drin. Ach da. Nee, wollen wir da ran? Nee. Ah, ich nerv sowas, ey. Jetzt ist der Raum dein Ernst wegen so einer blöden Figur. Oh mein Gott, okay. Sorry, ich kann mich dafür nicht begeistern, irgendwelche Figuren zu holen und abzuballern. Und hier ist ja auch irgendwas, anscheinend ist ja auch nochmal so eine rote Figur oder irgendein Item, ich weiß es gerade nicht, aber wenn du Mr. X jetzt hier so rumrennst. Habe ich wenig Interesse eigentlich jetzt was zu machen. Rumzuschauen, ob noch irgendwas ist. Einerseits ist das ganz hilfreich, dass sie einen anzeigen, was einem fehlt noch. Na hier. Das kannst du nicht bewegen. Oh, okay. So, wo müssen wir jetzt hin? So, ich würde sagen, ich gehe mal in die Eingangshalle und speichere ab. Fürs Erste. Sind doch ziemlich weit und auch wieder relativ aufgefrischt mit der Munition. So.
Parallel nochmal. Der große Mr. X, der kommt jetzt mal, glaube ich, nicht mal angelatscht. Ich weiß es nicht. Der ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr in der Nähe. Er hat Angst bekommen, dass wir den Magnum haben. So, das ist der Speicherstand. Okay. So, lange gespielt, würde ich sagen. Ja, es war auf jeden Fall bis jetzt ziemlich. Ich mache mal lieber Stahl, falls ich noch was sehen sollte. Sehr spannend, auch weniger Ruckler. Und wir haben ziemlich lange auch, glaube ich, gerade verbracht an dem Spiel. Auf jeden Fall, ja, danke ich dir, dass du zugeschaut hast. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir schaffen das irgendwie, diesen Stakes aus dem Weg zu gehen. Der nervt ganz schön. Also du bist ja ziemlich unter Druck, wenn der einen ja verfolgt und jagt, ne? Auf jeden Fall, danke dir, dass du zugeschaut hast. Auf bald. Dein Bärenkroate Damir. Mach's gut. Tschüss.